Die Hollywood News im Gala-Ticker, Drew Barrymore spricht übers Dating ++ Shakira und Gerard Piqué vor Gericht, Einigung ums Sorgerecht für die Kinder ++ Georgina Rodriguez freut sich über riesigen Cristiano Ronaldo-Kuchen. Hollywood News 2022 im Gala-Ticker. 2. Dezember 2022. Drew Barrymore verrät, nach Jahren des Alleinseins datet sie wieder. Drew Barrymore, 47, ist wieder auf der Suche nach einer neuen Liebe. In der letzten Episode ihrer Drew Barrymore Show hat die Schauspielerin jetzt Whoopi Goldberg, 67, verraten, dass sie nach der Scheidung von ihrem dritten Ehemann Will Kopelman, 44, 2016 und Jahren des Alleinseins wieder Verabredungen mit Männern hat. Als du beim letzten Mal hier warst, waren wir beide Single. Du hast nicht gedatet. Datest du jetzt? Fragte sie laut People Goldberg in der Sendung, um gleich darauf selbst zuzugeben. Ich tue es. Weiter erklärte Barrymore, weil es so viele Jahre waren, habe ich angefangen, mir etwas Sorgen zu machen, dass ich zu gut darin bin, allein zu sein. Von ihrem Ex-Mann Will Kopelman, mit dem sie von 2012 bis 2016 verheiratet war, hat Drew Barrymore zwei kleine Töchter, Olive, 10, und Frankie, 8. Auch ihre vorigen Ehen hielten nicht lang, von 2001 bis 2002 war sie mit dem kanadischen Schauspieler Tom Green, 51, verheiratet, von 1994 bis 1995 mit dem Barbesitzer Jeremy Thomas. Shakira und Gerard Piqué vor Gericht, Einigung ums Sorgerecht für die Kinder. Ein unangenehmer Tag für Shakira, 45, und Gerard Piqué, 35. Nach der Trennung vor einigen Monaten mussten die beiden am Donnerstag, 1. Dezember, persönlich vor Gericht in Barcelona erscheinen und sich endgültig beim Thema Sorgerecht für ihre Kinder Sascha, 7, und Milan, 9, einig werden. Shakira und Gerard entschieden sich schon vorab dafür, eine Sorgerechtsvereinbarung zu unterzeichnen, um einen Streit vor Gericht zu vermeiden. 12 Stunden sollen die Verhandlungen gedauert haben, anschließend verließen beide getrennt voneinander das Gericht. Trotzdem kamen Shakira und Gerard zu einer friedlichen Einigung.